Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass eine der zentralen Funktionen von Literatur ist, Menschen eine Stimme zu geben, die keine haben oder deren Stimme zu leise ist, um gehört zu werden. Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher. Mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Am Ende dieser Folge von Hansa Rauschen sind die Gin Tonics ausgetrunken und gibt es gleich Abendessen. Davor passiert an einem schönen Abend im späten August allerhand. Und das auf der Terrasse des Schriftstellers Paulus Hochgatterer, der sich für Hansa Rauschen mit seiner Lektorin Martina Schmidt getroffen hat. Martina ist langjährig die Verlagsleiterin des zu Hansa zählenden Deutike Verlags. Mit dem 1961 geborenen Paulus Hochgatterer hat sie laut diesem wirklich wunderschön auf vieles zurück- und vorwärts blickenden Gespräch bereits von dessen zweiten Buch angearbeitet, bis heute ein ganzes Werk entlang. Beim Gespräch der beiden geht es um Paulus Hochgatterers anderen für ihn ebenfalls sehr wichtigen Beruf als Kinderpsychiater, um seinen von seiner Lektorin diagnostizierten Perfektionismus beim Schreiben und Leben, um Segeln und Nacktsegeln, um eine Literatur, die unter anderem immer auch vom Bösen erzählen will, um den Huckleberry Finn-Roman und die neue Katze der Hochgatterers und natürlich neben all dem auch um Paulus Hochgatterers kommenden Roman Fliege fort, der jetzt gerade in diesem Herbst erscheint und von dem die beiden in durchaus verheißungsvollen Andeutungen zu erzählen haben. Viel Spaß! Paulus, wir sitzen auf deiner Terrasse, sehr angenehm, und unterhalten uns über dein neues Buch, Fliege fort, über deine Karriere als Schriftsteller, auch über dein Leben als Psychiater, als Kinderpsychiater und über die Literatur, die dabei entsteht. Wir kennen uns schon lange, wir haben gemeinsam, ich hoffe, ich habe mich diesmal nicht verrechnet, 11 Bücher gemacht. Ich habe heute noch mal nachgezählt. Glaubst du mir das? Ich glaube dir alles. Das ist ein schöner Beginn. Ich habe nicht nachgezählt, aber es wird schon stimmen. Aber wir haben ja ein bisschen Zeit jetzt, das heißt, wir können ja Wir können die auch rekapitulieren lassen. Ja, genau. Natürlich. Ja. Das aktuelle Buch Fliege fort ist das dritte in einer Serie mit Kinderpsychiater Raphael Horn und dem Kriminalkommissar Ludwig Kovac. Seit dem letzten Band sind die beiden Herren ein bisschen gealtert. Ich vermute autobiografisches. Das Altern bleibt uns allen nicht erspart. Daher ist das zwar banal, aber autobiografisch. Also was mir besonders gefällt, ist, wenn der Raphael Horn laut spricht und dabei aber glaubt, dass er nur denkt. Und du meinst, das hat mit dem Altern zu tun? Ich wollte diskret anfragen, ob dir die Erfahrung fremd ist. Da musst meine Frau fragen. Der Horn kriegt ja das auch nur manchmal mit, dass er vor sich hin spricht, obwohl er meint, nur zu denken. Und in dem Buch kommt ja vor, dass das für ein prädemenzielles Symptom gehalten wird, das heißt für eine Alterserscheinung. In Wahrheit ist es irgendwie auch ein literarischer Kniff, gedacht, das hörbar zu machen. Auch natürlich, um die Figur greifbar zu machen. Wie war es für dich, den beiden wieder zu begegnen? Es waren jetzt doch einige Jahre Pause seit dem letzten Band. Ja, die Leute tun sich schwer, irgendwie da nachzuzählen. Jetzt hat irgendeine Journalistin vom Buchjournal behauptet, es seien 7 Jahre, ich fürchte, das ist noch länger. Es ist wirklich so, ich habe das zumindest so erlebt, wie wenn man realen Personen begegnet, die man lange Zeit nicht gesehen hat. Und es ist ganz viel Vertrautes da und es ist plötzlich wird auch klar, dass sich die Dinge verändert haben. Und da in so einer Reihe, da ist zumindest mir irgendwie nicht gut möglich erschien, den realen Abstand, das sind glaube ich in Wahrheit 9 Jahre, da zwischen die beiden Bücher zu legen, habe ich den gleichen Abstand gewählt, der zwischen Die Süße des Lebens und dem Matratzenhaus liegt. Den ersten beiden Bänden. Genau, ja. Nämlich 4 Jahre. Aber es tut sich auch in 4 Jahren im Hinblick auf Altern einiges. Man sagt das nicht so gern, aber es ist so. Und die beiden Herren sind so gealtert wie Menschen oder in dem Fall wie Männer
und auch ich, um die Frage, die erneute Frage nach dem Autobiografischen gleich zu beantworten, wie auch ich altere. Das heißt, man altert körperlich, man altert auch emotional, durchaus in einem Sinn, der begrüßenswert ist. Also man wird gelassener und regt sich vielleicht nur mehr über die wichtigen Dinge auf. Und was aber in der Geschichte viel wichtiger ist, mit einem selbst altert auch das Drumherum. Das heißt, es altern die Personen, mit denen man zu tun hat. Es altern die Kinder, es altern auch die Partner. Und altern in der Vielfalt, die in diesem Begriff drinnen steckt. Das heißt, hat ja nicht nur Negatives, also nein, überhaupt nicht, sondern ich meine, die banale Rede vom Reiferwerden oder vom erfahrener werden und darauf auch zurückgreifen können, die stimmt ja durchaus. Und das sieht man hoffentlich ein wenig auch in den beiden Hauptfiguren, in Raphael Horn und in Ludwig Kovacs. Außer den beiden Hauptfiguren kommt in jedem der Bände eine Vielzahl von Kindern vor. Das ist ja bei dir natürlich kein Zufall, schon erwähnt, dass du auch als Kinderpsychiater tätig bist. Ich tue mir schwer, von Hauptberuf oder Nebenberuf zu reden, weil ich glaube, dass das bei dir ganz, ganz gleichberechtigt nebeneinander steht und das eine das andere bedingt. Also du hast ja einmal vor einigen Jahren versucht, das Psychiatersein zumindest in fixer Anstellung sein zu lassen und hast freigearbeitet. Und da hat dir schon etwas gefehlt, denke ich, im Nachhinein. Oder hast du ja, das ist ein Euphemismus. Ich bin kläglich gescheitert. Das heißt, ich habe gemerkt, dass die Einsamkeit der kinderpsychiatrischen respektive psychotherapeutischen Praxis für mich einfach nichts ist. Und dass ich brauche in dem einen Teil meines Lebens Menschen um mich, vor allem Junge, das gibt nichts oder kaum etwas Erfreulicheres, als sich mit Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen. In dem anderen Teil brauche ich dann das Gegenteil. Und da brauchst du Ruhe. So, ja, und das, was man beim Schreiben nicht nur, aber auch braucht, nämlich Ruhe und eine gewisse Abschirmung gegenüber den Dingen, die einen belästigen. Du bist ja Kinderpsychiater, also Leiter der Kinderpsychiatrie in Tulln, einem Ort in Niederösterreich. Du lebst aber in Wien und wie darf man sich deinen Alltag vorstellen? Das ist ja auch ganz interessant. Soll ich jetzt irgendwie von aufstehen? Ja, mach das. Ja. Also um 6 Uhr in der Früh geht das Radio an. Das Erste, was ich höre, sie dringen nur ein wenig unter die Oberfläche, aber das Erste, was ich höre, sind die 6 Uhr Nachrichten. Oder das Nächste, was passiert, ist, dass eine meiner beiden Katzen, seit neuestem unsere Neuerwerbung, eine 3 Monate alte rabenschwarze Katze, junge Katzendame, dass die ins Bett kommt und meint, ich muss jetzt aber wirklich ganz schnell aufstehen und ihr sofort das Frühstück machen. Und das findet dann auch statt. Das heißt, ich tue die Dinge, die andere Leute auch tun in der Früh. Ich gehe ins Bad und meine Frau tut das auch. Und sie tut das seit ganz vielen Jahren in einer heldenhaften Weise, obwohl sie es nicht müsste, nämlich so früh aufstehen. Und wir frühstücken dann gemeinsam, etwas, das ich sehr genieße. Und ich gehe eine Stunde später außer Haus, setze mich ins Auto und fahre circa eine halbe Stunde nach Tulln ans Klinikum. Tue dann das, was die Kollegen dort im Allgemeinen tun, gehe in mein Büro, schalte den Computer ein, schaue geschwind in die Dokumentation meiner Abteilung. Das heißt, ich informiere mich darüber, was in der Nacht oder am Vorabend war, ob neue Patienten gekommen sind. Und dann gehe ich in die Morgenbesprechung und sitze. Welche Uhrzeit? Um 8:03 in der Morgenbesprechung. Die 3 Minuten sind der Zeitraum, der so als Signal dient, man sollte pünktlich sein, aber so tierisch ernst nehme ich es damit nicht. Und dann sitze ich in der Morgenbesprechung und dann geht der klinische Tag los. Der bei dir dauert bis... Ja, der dauert irgendwann bis am Nachmittag und dann fahre ich nach Hause und dann finden die anderen Dinge statt, die in meinem Leben auch Platz haben sollten. Schreiben zum Beispiel. Ja, ich habe mich ja einmal in unserer Frühzeit bei deiner Familie nicht sehr beliebt gemacht, indem ich bei einer Moderation, als ich eines deiner Bücher vorgestellt habe, ich wollte dich eigentlich loben und zeigen, wie fleißig du bist und habe gesagt, und dann hast du ja noch andere Belastungen wie deinen Beruf und deine Familie. Deine Schwiegermama hat dann eine Zeit lang mich nicht mehr so lieb gehabt.
Aber sie hat mir irgendwann wieder vergeben, in den vielen Jahren, in denen wir gemeinsam Bücher gemacht haben, also gemacht hast, natürlich du sie, ich habe mir mitgeholfen, sie sozusagen zur Welt zu bringen, haben wir einige Hoppalas auch erlebt. Und das Schlimmste, an das ich mich dabei erinnere, war, als ich einmal bei einer Buchvorstellung von dir im Literaturhaus, es war, glaube ich, die Süße des Lebens, die präsentiert wurde, und ich habe fassungslos auf die Menschenmenge geschaut, weil es waren einfach so unglaublich viele Menschen da. Ich habe dann gesagt, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Buchpräsentation von Michael Köhlmeier, was für rührendes Gelächter im Raum gesorgt hat. Ich habe dich nicht einmal eine Zehntelsekunde gehasst. Das zeigt, dass wir uns wirklich gut verstehen. Es zeigt das, und es gibt wirklich schlimmere Dinge für einen deutschsprachigen Autor oder vor allem für einen österreichischen Autor, als mit Michael Köhlmeier verwechselt zu werden. Das stimmt natürlich. Andererseits würde ich finden, es wäre auch nicht schlecht, wenn man sich bei einer Buchpräsentation den Namen des Autors eingeprägt hat. Aber ich glaube, es war einfach ein freudscher Versprecher, weil ich einfach von der großen Anteilnahme der Menge so beeindruckt war. Das gelingt uns nur Köhlmeier. Das gelingt meistens nur Köhlmeier. Nein, das gelingt natürlich anderen auch und dir mittlerweile sowieso auch. Und das ist auch, also es ist ja eigentlich das Leben der Autoren und Autorinnen kein Wettbewerb. Also es ist ein heikles Thema, weil natürlich alle heimlich sicher gegenseitig ist, ist auch Wettbewerb. Das ist doch völlig unnötige Schönfärberei. Mhm. Natürlich schauen wir aufeinander und natürlich gibt es Neid und natürlich wären wir gern so erfolgreich wie derjenige oder diejenige, die oder der gerade am meisten verkauft. Natürlich gibt es das. Und dieses komische Gerede davon, dass einem das nichts ausmacht, ist alles Unsinn. Natürlich ist es so, dass es Kollegen gibt wie Michael Köhlmeier, denen gönnt man oder gönne ich den Erfolg mehr als andere. Gut, ich frage jetzt nicht. Nein, das sage ich auch nicht. War mir ohnehin klar. Ja, aber bei mir ist das ist ja sowieso irgendwie Unsinn, weil ich diese jetzt existenziell vom Schreiben anders abhängig bin als andere Kollegen, das heißt materiell nicht so sehr. Mhm. Und andere Kollegen, die sich für das unter Anführungszeichen nur Schreiben entschieden haben, für die hat der ökonomische Erfolg auch eine andere Bedeutung als für mich. Das ist mir völlig klar und das sehe ich auch mit großem Respekt und mit Hochachtung. Vor allem den Kollegen gegenüber, die konsequent ihre Literatur, die manchmal keine in erster Linie zugängliche Literatur ist, schreiben. Das stimmt, wobei ich auch deinen Teil bemerkenswert finde, weil du machst jetzt, sagen wir, tagsüber einen ehrenwerten Job, also bist jetzt kein Börsenhai oder Spekulant mit Immobilien, sondern du leistest einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und du fängst mit dem Arbeiten an deinen Texten, was ich weiß, eigentlich erst abends an oder wenn du halt nach Hause kommst und die Zeit dafür findest. Richtig. Ja. Oder, weiß nicht, am Wochenende oder im Urlaub oder wann auch immer es geht und vor allem auch wann auch immer es notwendig ist. Ich meine, wir waren ja zuerst bei deiner Geschichte von deinem ersten Ausrutscher da. Mhm. Wie geht das Zitat? Ich habe andere Belastungen. Belastung. Schreiben ist natürlich, oder es gibt Leute immer noch, die das sehr romantisch sehen, aber Schreiben ist wie alles, was auch Arbeit ist, auch eine Belastung, natürlich. Mal mehr, mal weniger. Und wenn man einen anderen Beruf hat, so wie ich, dann geht es natürlich auch einfach um Belastungsverteilung und um einen ökonomischen Umgang mit der Anstrengung und um die Frage, wann geht sich das jetzt wirklich aus und was oder wer kommt zu kurz, wenn ich das nächste Kapitel jetzt durchschreibe, weil es gerade so gut funktioniert. Um all diese Dinge geht es natürlich auch. Du bist unter den Autorinnen und Autoren, mit denen ich gearbeitet habe und arbeite, der größte Perfektionist, also von allen, die das ich kenne. Das nehme ich jetzt als Kompliment. Ja. Bist du der, der am wenigsten bereit ist, ein unfertiges Manuskript oder eigentlich auch nur einen unfertigen Satz aus der Hand zu geben? Ja, so als Psychiater fragt man sich natürlich ganz besonders, womit das zu tun hat, aber ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich,
Ich habe eine Kindheit gehabt, die natürlich dadurch gekennzeichnet war, dass mein Vater Lehrer war und dass meine Mutter wahrscheinlich auch gern Lehrerin geworden wäre. Das heißt, da war schon sowas, ein bisschen ein Perfektionismus in der Erziehung, die ich und meine beiden Schwestern genossen haben, aber für mein Empfinden nie so viel, dass es mich gestört hätte. Also daher kommt das wahrscheinlich nicht. Oder zumindest bei meinem Schreiben so wahrnehmbar ist. Es ist ja auch nichts Schlechtes, wenn jemand etwas nein, nein. perfekt machen will. Und ich profitiere natürlich davon, weil ich kaum mit einem Text so wenig Arbeit hatte jemals wie mit deinen Büchern. Und bin dann schon ganz stolz, wenn ich überhaupt einen Fehler finde. Ja, es ist schon fast schon ein Wettbewerb. Gelegentlich ist uns das gelungen. Es gibt schon, aber das muss es auch geben, es gibt allgemeiner formuliert, es gibt Ansprüche, die ich an mein Schreiben und an meine Texte stelle. Und die haben zu tun mit Ästhetik oder mit Narratologie, das heißt mit der Frage, wie erzähle ich so, wie ich gern hätte, dass mir erzählt wird. Daher sozusagen gehört oder ist ein ganz zentraler Modus meines Schreibens, ist der Umstand, dass ich mir meine Texte immer selber vorlese. Und wenn ein Satz oder ein Absatz oder ein Kapitel vorgelesen nicht funktioniert, dann kriegt es niemand anderer zu lesen, auch du nicht. Mhm. Und vielleicht ist es das, was man merkt. Das merkt man auf jeden Fall, ja. Um nochmal zum Inhaltlichen zurückzukommen, also wir haben ja schon von den Kindern geredet, über all deine Bücher oder durch all deine Bücher zieht sich hindurch, dass du Kindern eine Stimme gibst, die sie selber nicht unbedingt laut werden lassen könnten. Also du beschäftigst dich ja mit Kindern, die durchaus in schwierigen Situationen leben, die teilweise am Rande der Gesellschaft leben, die mit Problemen leben. Und die sind ein wichtiger Teil deiner Arbeit, auch deiner Arbeit als Schriftsteller. Ich glaube es zu schwach. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass eine der zentralen Funktionen von Literatur ist, Menschen eine Stimme zu geben, die keine haben oder deren Stimme zu leise ist, um gehört zu werden. Und Kinder sind eine Gruppe von Menschen, mit denen ich mich ein wenig auskenne und die ständig mein Herz erreichen. Und ich glaube, und das klingt vielleicht ein wenig vermessen, deren Sprache ich auch verstehe. Und daher diese Wahl. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Literatur dazu da ist. Die andere Seite von dem, mit dem du dich beschäftigst, ist, dass es ja meistens etwas gibt oder sehr oft etwas gibt, was diesen Kindern widerfahren ist, also dass du auch nicht umhin kannst, dich in deiner Arbeit als Kinderpsychiater und auch in deiner Arbeit als Schriftsteller auch mit etwas zu beschäftigen, was ich jetzt einmal vage, das Böse nennen würde. Also es gibt, denke ich, keines deiner Bücher, in dem das sogenannte Böse nicht vorkommt. Das Böse ist ja auch, also nicht nur für jemanden wie mich, der eine profund katholische Erziehung genossen hat, ist das Böse ja etwas sehr Spannendes. Und gerade in einer Zeit wie der unseren, in der Niedertracht und Bosheit und Sadismus und Unmenschlichkeit so mit Händen zu greifen sind, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch ausspricht und zeigt. Die Situation, in der wir heute leben, ist so, dass auch eine andere Gruppe von Menschen und damit auch Kindern bei uns lebt, also Flüchtlinge, junge Flüchtlinge, unbegleitete Flüchtlinge. Und in deinem letzten Roman tauchen die auch vermehrt auf und spielen eine Rolle. Ja, das musste sein. Ich weiß, das ist ein, ich höre die Journalisten schon sich schon mokieren darüber, dass das ein zigmal ausgelutschtes Thema ist, aber trotzdem halte ich es für ganz wichtig. Ich finde es absolut unerträglich, eine Gruppe von Menschen, die nichts mehr haben, keine Eltern mehr, kein Zuhause mehr, keine Perspektive, keine Beschäftigung, keinen Schulplatz, dass man diese Gruppe zur Projektionsfläche für die eigenen unmenschlichen und niederträchtigen Impulse macht. Das halte ich für unerträglich und das musste gesagt werden. Das musste gesagt werden und das musste irgendwie zu Figuren geformt werden. Mhm. Und das ist ein wenig passiert in diesem Buch. Ja, es sind also in Fliege fort kommen sowohl jugendliche Flüchtlinge vor, aber auch die selbsternannten Wächter und Schützer unserer Heimat, die in diesen Flüchtlingen ein
freudiges Ziel erblicken, wo man sich betätigen kann. Ich finde, das ist schon in Ordnung. Also ich bin ja ein Freund von Literatur, die nicht unbedingt in einem luftleeren Raum stattfindet, sondern sich auch verorten lässt in unserer Gegenwart. Und natürlich passieren da täglich Dinge, wo ich auch finde, dass es wichtig ist, dass man von ihnen erzählt. Du hast in einem Aufsatz, ich glaube im Standard, geschrieben, dass das Wichtigste für diesen jugendlichen Menschen ist, dass es zumindest einen einzigen Menschen gibt, der an sie glaubt und der ihnen was Gutes tun will. Das ist für junge Menschen überhaupt das Wichtigste und das ist gut untersucht, dass diese One Caring Person, also ein erwachsener Mensch, der sich wirklich kümmert, der wichtigste prognostische Faktor für Kinder und Jugendliche ist im Hinblick auf die Frage, ob sie sich gut oder weniger gut entwickeln. Und das gilt natürlich ganz besonders für Jugendliche, die in ein Land wie Österreich oder Deutschland kommen und keine Caring Persons haben. Und darauf möchte ich schon hinweisen in dem Buch, die tun dann etwas, also diese Jugendlichen, was sie gar nicht tun dürfen, sobald sie in ein Land wie Österreich oder Deutschland kommen. Sie leisten sich eine Spur von Vergeltung oder Rache und drehen den Spieß so um, wie man selbst es manchmal gerne hätte. Das ist ja das Schöne in der Literatur, dass man sich da das Märchen leisten kann. Ja, das merke ich. Man kann sich die Fantasie leisten, irgend so einem Nazi-Trottel einen in die Fresse zu hauen. Und es fühlt sich gut an und man muss sich nicht davor fürchten, dass er das Messer auspackt und es einem zwischen die Rippen stößt. Verstehe ich sehr gut, verstehe ich absolut. Das war immer etwas, was mich an deinen Figuren bewegt hat, dass sie eigentlich PC sind. Also es sind irgendwie... Die Männer haben Sexualfantasien, die durchaus interessant sind und ja, erzählen auch von denen. Männer haben das. Habe ich auch schon Frauen gehört. Frauen auch, glaube ich. In deinen Büchern haben es mehr die Männer. Also, daher können wir erfreulicherweise uns auf dieses Thema konzentrieren. Du hast ein Buch geschrieben, das ich auch sehr mochte, eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen. Da geht es überwiegend oder vorwiegend um Sexualfantasien von Menschen. Das gefällt mir besonders. Das ist eine Geschichte von einige Zeit her. Ich glaube, es sind drei Freunde, die angeln gehen, also Fliegenfischen gehen. Und eigentlich ist das ein Buch über den 11. September, über den Anschlag damals auf die Twin Towers in New York. Das kommt aber erst ganz am Schluss vor, weil einer von den Herren dann zur Telefonzelle geht, ich glaube, seine Frau anruft und dann sagt, ihr glaubt nicht, was heute passiert ist. Das fand ich ein ganz starkes Buch, wo eben das eigentliche Thema dann im letzten Satz kommt und auch eines der interessantesten Bücher überhaupt über dieses Geschehen damals, das ja doch die Welt verändert hat. Hast du eine Rangordnung bei deinen Büchern? Magst du irgendeines am liebsten? Nein, das ist so dieses seltsame Phänomen des jüngsten Kindes, das einem irgendwie am nächsten ist. Das passiert aber immer erst, wenn es auf der Welt ist. Nämlich, also zumindest bei mir ist das so. Das heißt, das Buch, das mir momentan noch am nächsten ist, ist das letzte, das erhältlich ist. Also der Tag, an dem mein Großvater ein Held war. Und Fliege fort ist ja gerade, das befindet sich momentan so in einem... Es ist also, auf der Geburtsstation, aber noch nicht draußen. Ja, es steckt gerade irgendwie im Geburtskanal, es ist fertig, es ist klar, es wird geboren werden, aber es hat noch nicht den ersten Schrei getan. Also ich bin sicher, dass der erste Schrei sehr laut wird. Schauen wir mal. Sehr laut wird und auch gut gehört werden wird. Ich mag sehr gern auch die Süße des Lebens, in dem es letztlich um eine Nazi-Geschichte geht, die ans Licht kommt und wo aber auch der Kinderpsychiater hilfreich ist, indem er ein kleines Mädchen zum Sprechen bringt, das etwas mit angesehen hat und darüber anfangs nicht reden kann, also dass das verstummt ist. Du hast dich in deinen Texten auch immer mit der österreichischen Geschichte auseinandergesetzt. Ja. Du beziehst das jetzt auf die Süße des Lebens. Und auch der Tag, an dem mein Großvater ein Held war, ist auch ein Buch, das in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs spielt.
Ja, das ist in mir und es bleibt mir auch nichts anderes übrig. Also bei beiden Büchern, sowohl bei der Süße des Lebens als auch bei dem Tag, an dem mein Großvater ein Held war, spielt die Erkenntnis eine zentrale Rolle, dass wir in uns, also du auch, durch unsere Eltern ganz zentral von diesen im Grund wenigen Jahren der Nazi-Herrschaft und des Zweiten Weltkrieges in unserem Leben bestimmt wurden. Also meine Eltern, für die war der Krieg ihr ganzes Leben lang das prägende Ereignis, das ihnen widerfahren ist. Und natürlich hat das auf mich, auf dich vermutlich auch, abgefärbt und die Ängste, die unsere Eltern hatten und die Hoffnungen, die täuschten und die nicht erfüllten Sehnsüchte und die vielfältigen Verletzungen, die haben sich in irgendeiner Form ohne Zweifel in uns eingegraben und mit denen müssen wir zurechtkommen. Daher beschäftigt mich diese Zeit notwendigerweise. Ich glaube, dass das über viele Generationen hinweg die Familien prägt und auch die Beziehungen, die wir führen. Also in der Transgenerationalitätsforschung oder aus der Transgenerationalitätsforschung ist es ja bekannt, dass das passiert, was wir momentan erleben, nämlich dass in der vierten Generation die Dinge beginnen, wurscht zu werden und dass die Gespenster von damals wieder auftauchen, so als ob es das nie gegeben hätte. Ja, das ist derzeit auch mein Eindruck, also dass plötzlich Dinge möglich sind, die früher einfach nicht möglich gewesen wären und dass sich genau jetzt, wo ein unglaublicher Wohlstand herrscht, also in weiten Teilen der Bevölkerung, die Menschen anfangen zu mauern und jemanden als Feind zu erkennen, der ihnen was wegnehmen will, auf eine vollkommen absurde Weise. Also das ist etwas, was es zu der Zeit, als wir Kinder waren, in der Form nicht gegeben hat. Da waren alle froh, dass das Leben weitergegangen ist und dass Österreich zu einem doch sehr lebenswerten Land geworden ist. Ja, also sowohl in Bezug auf Österreich, aber auch im größeren Rahmen ist es so, dass also es wird bisher Undenkbares oder Unaussprechbares wird wieder aussprechbar, Undenkbares wird wieder denkbar und an der Spitze von Organisationen und Staaten vor allem sitzen Männer und es sind ja praktisch ausnahmslos Männer, denen die Skrupellosigkeit und die Gewaltbereitschaft und auch die Dummheit aus allen Poren dringen. Und das ist etwas, das schon bedrohlich ist. Also meine Eltern hätten oder mein Vater hätte wahrscheinlich gesagt, der Krieg wird wieder denkbar. Mhm. Und das macht mich nicht nur im Hinblick auf das Leben meines Sohnes gar nicht froh. Dein Sohn ist jetzt wie alt? 30. 30. Es gibt einiges, was einen da im Moment besorgt und... Ja, mein Sohn ist 30 und war 5 Jahre in Amerika, hat dort Filmregie studiert und wird jetzt zurückkommen. Donald Trump hat es ihm leichter gemacht, wieder zurückzukommen. Versteht man gut. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dein neues Buch erscheint, was würdest du dir von deinen Lesern wünschen? Also stellst du deinen Leser vor, deine Leserin und worüber würdest du dich am meisten freuen? Also am meisten freue ich mich über Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich aus dem Gespräch mit einer Leserin oder einem Leser, meistens sind ja eher die Leserinnen, den Eindruck gewinne, sie hat das Buch wirklich gelesen und sie weiß noch etwas darüber und sie kennt die Figuren, das freut mich. Und natürlich freut man sich darüber, wenn jemand sagt, er hat es gut gefunden. Aber wenn du eine spezifische Aufmerksamkeit, oder wenn ich merke, es gab so eine spezifische Aufmerksamkeit, das freut mich am meisten. Mhm. Aufmerksamkeit ist ja eigentlich auch das größte Geschenk, also auch im... Auch in der Beziehung. In der Beziehung, ja. Also ich meine jetzt gar nicht nur auf Texte bezogen. Und da muss ich jetzt doch erwähnen, du hast ja vorher schon gesagt, dass deine Frau Rita heldenhaft um 6 aufsteht seit langer Zeit, dass sie auch immer eine sehr aufmerksame Leserin deiner Texte war. Also ich glaube, neben mir die Erste, oder ich fürchte fast, sie war immer die Erste. Ich glaube, sie war immer die, oder ich glaube, es gab eine Ausnahme, da war ich ihr so böse, weil sie so penibelgenau in ihrer Lektüre ist und sich in irgendeine Kleinigkeit in einem Manuskript so verbissen hat, dass ich das kaum ausgehalten habe. Auch eine Perfektionistin. Die Rita ist auch eine Perfektionistin und
Ich muss leider sagen, dass sie fast immer recht hat in dem, was sie wahrnimmt an Holprigkeiten, Ungereimtheiten, Fehlern. So die Dinge, die sich doch nicht vermeiden lassen, auch wenn man Perfektionist ist wie ich. Rita ruft mich ja selten hinter deinem Rücken an, aber... Tut sie das? Diesmal hat sie mich einmal angerufen, also bei der Produktion des letzten Buches gab es einige Verzögerungen. Und nicht nur deine Lektorin, sondern auch deine Frau ist schon etwas nervös geworden und sie hat mich so Ostern rum angerufen, als du mal nicht im Haus warst, und hat gesagt, sie hat auf deinem Schreibtisch nachgeschaut und leider nicht alles gefunden, aber doch einiges. Und es ist gut. Doch wunderschön, ne? Das war eigentlich sehr gut. Wir haben mit dem Alter begonnen, dass man in gewissen Dingen nicht schneller wird. Ich drücke es jetzt vorsichtig aus. Na, also man hat ja die Illusion, wenn man erwirbt Routinen im Leben, und Routinen sorgen dafür, dass man in einer immer größeren Rationalität die Dinge abwickelt und dadurch wird man schneller, aber das stimmt nicht. Im Schreiben werde ich nicht schneller. Würde ich aber jetzt fast gut finden, also es wäre eigentlich schlimm, wenn man plötzlich routiniert schreiben würde. Es wäre eigentlich genauso schlimm, wie wenn man plötzlich routiniert lieben könnte oder... Routiniert Freundschaften pflegen. Das hast du wirklich schön gesagt. Ich bemühe mich. Auch ich bemühe mich. Wenn wir über deine Pläne jetzt reden für die nächste Zeit, also da meine ich jetzt natürlich doch eher die literarischen Dinge, die Texte. Oder du bist ja auch als Theater-Opernautor jetzt sehr erfolgreich. Na, Opern nicht. Es geht, also in meinem letzten Theaterstück ging es um den Dirigenten Karl Böhm und wieder zurück zur Zeit des Dritten Reiches, um sein Verwickeltsein in die Kulturpolitik der Nazis. Und das Stück läuft seit einem Jahr ungefähr im Schauspielhaus in Graz mit großem Erfolg und ist auch, ich weiß, bei den Bregenzer Festspielen im Residenztheater in München, in Leipzig gelaufen und wird jetzt beim Burgtheater in Wien gespielt. Das heißt, ich bin auch ein wenig Theaterautor. Ob ich das irgendwie ausbauen werde, das liegt nicht nur an mir, sondern auch ein Stück an den anderen, das heißt an den Bühnen, ob es gewollt wird oder nicht. Aber wir reden jetzt vor allem von der erzählerischen Literatur und da gibt es, ich weiß nicht, darf ich das verraten hier, oder? Natürlich. Und da gibt es zwei Projekte. Das eine ist ein Romanprojekt, das anschließt an den Tag, an dem mein Großvater ein Held war. Und dann dieses Bild, den Turm der blauen Pferde, das da in der Geschichte eine Rolle spielt. Das Gemälde von Franz Marc. Genau. Ja. Und da gibt es eine Geschichte, die mit einer Großtante meiner Frau zu tun hat, die in Wien zuerst, nämlich bis 1938, Assistentin bei einem jüdischen Zahnarzt war und dann, nachdem der nach England geflüchtet ist, zur Polizei gegangen ist in Wien und diese Position genützt hat, um Menschen vor dem Zugriff der Nazis zu schützen, dann von ihrem Cousin denunziert wurde und nach Auschwitz gekommen wäre, wenn sie nicht von ihrem Geliebten, der damals der Chefrestaurator im Kunsthistorischen Museum in Wien war, auch während der Nazizeit geschützt worden wäre. Das ist so der Kern dieser Geschichte. Und der Mann hat beim Wiederauffinden und bei der Rettung der Kunstwerke, die an verschiedenen Orten aus den österreichischen Museen entfernt wurden und an verschiedenen Orten gelagert wurden, hat er eine wichtige Rolle gespielt. Das ist natürlich ein guter Stoff. Das ist eine historische Geschichte, es ist eine Liebesgeschichte und es ist einfach ein spannender Stoff. Also das ist eine Geschichte und dann gibt es eine Geschichte, die trägt den Arbeitstitel Der nackte Kapitän. Was wir ganz bald uns schützen lassen sollten. Ja, dann lassen wir uns den nackten Kapitän schützen. Der nackte Kapitän hat mit etwas zu tun, das mir in meinem Leben passiert wurde, auch durch meine Frau und ihren Bruder. Ich bin als Mensch, der in seiner Freizeit gern in die Berge gegangen ist, groß geworden und mich hat dann irgendwann einmal das Wasser erwischt, sozusagen. Mhm. Und ich habe meine Frau Rita tauchen gelernt und... Ah, die konnte es schon. Wie so vieles konnte sie auch tauchen, bevor sie mich kennengelernt hat. Okay. Ich habe tauchen gelernt und...
Und mit meinem Schwager, also mit Ritas Bruder, habe ich segeln gelernt. Und in Wahrheit ist das die einzige Art von Urlaub am Meer, die ich aushalte. Hotels oder Clubs so oder so. Nein, fürchterlich, fürchterlich. Das kann ich mir vorstellen. Fürchterlich. Gott, ja. Aber zu viert oder zu sechs auf einem Boot, das ist gut. Das ist segeln, sehr gut. Segeln, möglichst perfekt. Genau, und manchmal ist der Kapitän nackt. Ich glaube, ich kenne die Geschichte. Also auch das ist, glaube ich, ein Buch, auf das wir uns sehr freuen können. Ich muss jetzt nochmal zurück zu den früheren. Also wir haben uns, wenn ich mich recht erinnere, 1993 kennengelernt. Und 92? 92 kann auch sein. Das erste Buch, das wir gemeinsam gemacht haben, was, glaube ich, insgesamt dein zweites war, das allererste ist im Otto Müller Verlag erschienen. Und dein zweites ist bei Deutige erschienen, ich 91 begonnen habe zu arbeiten, und das war über die Chirurgie, ein vollkommen verrücktes, wunderschönes Buch, in dem Operationen stattgefunden haben, wo, ich glaube, es waren Wagner-Zitate in Kniescheiben eingefräst worden. Ich kann mich noch gut erinnern, die Niederungen des Literaturbetriebs bestehen daraus, dass ich diesen Titel sehr verteidigen musste in der Vertreterkonferenz über die Chirurgie, weil befürchtet wurde, dass es in die Sachbuchecke eingereiht wird vom unkundigen Buchhändler. Das ist fast nicht passiert, oder? Es ist überhaupt nicht passiert. Also es war natürlich auch das Cover so, dass klar war, dass das kennen. Das war eine schöne Erfahrung, erstens dich kennenzulernen und die Zusammenarbeit mit dir. Du warst eine junge Lektorin und saßest da am allerersten Schreibtisch, unmittelbar nach der Eingangstür. Ich hatte mehr zum den Portierposten, ja. Ja, aber wir haben uns gleich gut verstanden, oder? Ja, wir haben uns gleich sehr mögen und das hat auch angehalten. Also, und, ja. Und das Buch ist gut angekommen und Karl Markus Gauss war der erste Rezensent und hat es in der Presse hymnisch gelobt. Du kannst dich nicht mehr erinnern. An das kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, ja. Aber ich weiß, dass es gut angekommen ist, aber ich hätte nicht mehr gewusst, dass es die Presse und Karl Markus Gauss waren. Ja. Das hätte ich nicht mehr gewusst. Und ich habe mich damals sehr gefreut darüber. Ja. Das nächste war Die Nüstern'sche Regel, ein Erzählband, wo jetzt wahrscheinlich der Verlag sagen würde, hat er nichts anders. Es waren aber hervorragende Erzählungen. Ja, das ist die kleine Form oder die kurze Erzählung, die ja überhaupt keine Konjunktur hat momentan, also bei uns nicht. Und ich finde das wirklich schade, weil es mir schreibeökonomisch auch sehr entgegenkommen würde. Aber also unter 100 oder 120 Seiten geht einfach nichts. Also ich weiß, dass das irgendwie traurig ist, weil es natürlich auch super Erzählungen gibt. Ich selber muss allerdings zugeben, dass ich auch dem Thema Roman angehöre. Also wenn ich mich in einen Text so richtig hineingestürzt habe und mich in die Figuren eingefühlt habe, will ich möglichst lang da drin bleiben und nicht wieder aus dieser Welt aussteigen müssen. Also ja, aber ich weiß nicht, wenn man Raymond Carver liest oder Alice Munro, also die hat er damit den Nobelpreis gekriegt, dann sind 20 perfekt geschriebene Seiten, das ist schon etwas Großartiges, oder? Das ist vom ästhetischen Standpunkt absolut richtig. Die Gefühlssache ist halt, ich mag beide, die du jetzt erwähnt hast, wirklich sehr. Oder die, was weiß ich, die kurzen Geschichten von Chekhov. Ja. Das ist doch, es gibt kaum was Besseres. Die Wahrheit ist, dass du am Abend dich schlafen legen willst und am nächsten Tag noch ein Stück von dem Buch haben willst. Und das geht bei einem längeren Text schon besser. Ja, als Leser kenne ich das ja auch. Ja. In dem Sinn finde ich es auch besonders nett von dir, dass du sogar eine Trilogie geschrieben hast jetzt, wo eben in Die Süße des Lebens, das Matratzenhaus und Fliege fort, die gleichen Personen oder eben nicht die gleichen Personen, sondern dieselben Personen in gereifter Form einander wieder begegnen. Das ist natürlich eine besonders schöne Sache. Wir haben aber dazwischen zwei andere Bücher von dir veröffentlicht. Also seit dem Matratzenhaus ist erschienen das schon erwähnte Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war. Wirklich auch ganz besonders schönes Buch, ein kürzeres Buch. Atmosphärisch sehr, sehr, sehr dicht. Und dann etwas ganz anderes, deine Poetikvorlesungen, Katzenkörper, Krieg der Knöpfe.
Eine Poetik der Kindheit, die hast du in Zürich gehalten. Ich war einmal mit dabei. Es war schon auch ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, da bin ich Karl Wagner, der damals Ordinarius für Neue Deutsche Literatur in Zürich war, sehr dankbar für diese Einladung, weil sie mich genötigt hat, über mein eigenes Schreiben strukturiert nachzudenken. Und das, ich glaube, das ist irgendwie nicht so schlecht geworden. Und ergänzt werden diese Zürcher Poetikvorlesungen durch ein paar andere Reden und Vorträge, die ich gehalten habe und die mir wichtig waren, in denen es, das suggeriert ja auch der Titel, Katzenkörper kriegt der Knöpfe um Kinder geht, ja, die mir wichtig sind. Also wenn wir jetzt versuchen, zumindest jedes deiner Bücher, das wir gemeinsam gemacht haben, noch einmal zu erwähnen, dann waren da noch... Über die Chirurgie war das erste, ein Roman über einen verrückten Chirurgen, unter anderem über einen Schriftsteller und einen verrückten Chirurgen, die Nüstern'sche Regel, dieser Sammelband von 10, 11 Erzählungen. Dann kam Wildwasser. Mhm. Wildwasser, ein wichtiges Buch auch, also... Wenn ich mich recht erinnere, hast du einen Jugendliteraturpreis für Wildwasser bekommen. Nein, das war Caretta. Das war Caretta, Caretta. Ja, aber Wildwasser war auch ein Buch, das sowohl in einer Taschenbuchversion für Jugendliche als auch für Erwachsene erschienen ist. Also was wir bisher nicht erwähnt haben, was vielleicht aber schon auch wichtig ist, dass du eben so schreibst, dass es sowohl für Jugendliche als auch für erwachsene Leser geeignet ist und diese Grenzen da sehr ineinander fließen. Eine tolle Sache, dass das bei dir funktioniert, ist nicht ganz das Übliche, aber wundert einen auch nicht so ganz, wenn man wiederum deine Biografie anschaut und deine berufliche Tätigkeit. Das Buch. Das stimmt, ich finde auch diese Trennung zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, das hat irgendwie sowas Artifizielles, auch in der Literatur. Und ich werde manchmal gefragt, was sind diese an sich blödsinnige Frage nach den Büchern, die man auf eine Insel mitnehmen würde. Und da ist das Buch, oder in Wahrheit zwei, die ich immer nenne, sind die Abenteuer des Tom Sawyer und vor allem die Abenteuer des Huckleberry Finn. Ja. Also die für mich irgendwie die größten Romane, die jemals geschrieben wurden. Das klingt jetzt irgendwie so pathetisch, aber so muss Literatur sein. Mhm. Und die Bücher trennen nicht zwischen Kindern oder zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Natürlich nicht, ja. Nein? Caretta, Caretta. Also ein Buch, das in Wien spielt und dann an der türkischen Küste über einen Jugendlichen, der sein Leben nach einem unüblichen Muster führt, am Strich geht und in einer Wohngemeinschaft für verhaltensauffällige Jugendliche lebt und eine Beziehung zu einem seiner Kunden, eine Liebesbeziehung zu einem seiner Kunden herstellt. Die führt dann auch auf ein Schiff und dort wird es ein bisschen romantisch, aber das darf auch manchmal sein. Dann über Raben. Das dritte Buch in dieser Reihe, in der Jugendliche im Zentrum stehen, ein Buch über ein 13-jähriges Mädchen, seine distanzierte oder vielleicht doch nicht so distanzierte Beziehung zum Lehrer. Ja, und dann die kurze Geschichte vom Fliegenfisch. Und dann also mein 9-11-Buch. Dein 9-11-Buch, ja. Und dann Die Süße des Lebens, Das Matratzenhaus und die schon genannten Katzenkörper kriegt der Knöpfe und Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war. Wir haben uns bisher mit Gin Tonic begnügt und versucht, möglichst leise zu schlucken, damit das niemanden stört. Rita ist jetzt fast mit dem Essen fertig. Möchtest du noch irgendwas sagen? Na, der Gin Tonic ist aus. Ich glaube, wir wenden uns anderen Formen des Alkohols zu. Wir verabschieden uns von unseren Hörerinnen und Hörern und freuen uns auf das Abendessen. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.